Vamos a quitarle el yugo este. ¡Vamos! ¡Vamos! Wir fangen da oben an, da wo der Alte ist. Okay, das ist gut. Die Art von Tabak, die wir pflanzen, wächst gut in diesem roten Boden. Die rote Erde gibt ihm eine sehr schöne Farbe und eine gute Qualität. Die Blätter sind nicht sehr groß. Diese Tabakpflanzensorte hier ist eher klein, aber von sehr guter Qualität. Die Qualität des Tabaks der Gebrüder Vasquez hat nicht nur mit der Fruchtbarkeit ihres Bodens zu tun, sondern auch mit ihren Produktionsmethoden. Sie arbeiten ganz ohne Pestizide. Hinter ihrer Cowboy-Attitüde mit locker sitzender Waffe verbergen die Gebrüder Vasquez das geballte Wissen ihrer Ahnen und ein echtes politisches Bewusstsein. Wir haben unseren eigenen Dünger entwickelt, aus Exkrementen von Fledermäusen, Hühnermist und Pflanzenrückständen. Und die lassen wir verrotten. Das ist effizienter als chemischer Dünger. Und der schadet nicht unserer Gesundheit. Wir sind hier weiter als andere. Die Leute kommen aus dem Ausland, weil sie unsere Methoden lernen und sie in ihrem Land anwenden wollen. Wir hatten hier schon Delegationen aus Frankreich, aus Venezuela, aus Deutschland und vielen anderen Ländern. Die sehen sich das hier an und lernen, wie man unseren Biodünger herstellt. Und es ist auch gut, dass alle wieder daran denken, dass man vor all diesen technischen Entwicklungen die Pflanzen immer ohne chemischen Dünger und ohne Pestizide angebaut hat. Und die Pflanzen wuchsen sehr gut. Die waren groß und schön. Also wäre es gut zu wissen, was man will, zurück zu den alten Methoden oder weitermachen wie bisher. Wenn wir so weitermachen, zerstören wir die Erde und uns selbst. Wenn wir die menschliche Spezies zerstören, warum dann weitermachen wie bisher? Die Gebrüder Vasquez und ihr leidenschaftliches Plädoyer für Ökolandbau sind auf Kuba bei weitem keine Ausnahme. Eigentlich kommt man auf die größte Karibikinsel wegen ihres überirdischen Lichts, der Salsa-Rhythmen und der einzigartigen Atmosphäre von Havanna, wie stehen geblieben in den 60er Jahren. Weniger bekannt jedoch ist, Kuba ist auch eine Bio-Insel. Abseits der großen Zuckerrohr- und Tabakplantagen produzieren die Farmer hier ohne Einsatz von Chemie. Und das nun schon seit 30 Jahren. Trotz oder gerade wegen des US-Handelsembargos haben die Bauern hier ein ganz eigenes Know-how aufgebaut. Regelmäßig entwickeln Biologen neue Sorten Naturdünger. Und so setzen weite Teile der Insel nun keine Pestizide mehr ein. Zum großen Glück der kubanischen Bienen und ihrer Imker. Zu einer Zeit, in der aller Welt allmählich klar wird, dass die Chemie Böden, Bienen und Menschen schadet, da könnte man doch auf den Gedanken kommen, dass Kuba vielleicht eine mögliche Quelle der Inspiration wäre. Gut 20 Kilometer von Havanna entfernt liegt die Finca Marta.
Diese Farm ist gewissermaßen der Tempel der kubanischen Biowirtschaft. Ihr Leiter, Fernando Fuentes, ist einer der Vorreiter für das Ackern ohne Pestizide. Um eine Tour über seinen Landbesitz lässt er sich nicht lange bitten. Die Farm ist sein ganzer Stolz. Das ist Sellerie. Seine Geschichte hat er seinen Kunden und durchreisenden Touristen schon 100 Mal erzählt. Selbst Fidel Castro besuchte den Landwirt noch kurz vor seinem Tod. Das ist eine Terrassenkultur. Als wir hier ankamen, waren hier viele Steine. Die Leute meinten, der Boden ist zu steinig, um hier etwas anzubauen. Aber denen habe ich gesagt, die Steine da werden wir nutzen. Wir sammelten sie ein und bauten Terrassen daraus. Die Steine waren sehr nützlich, denn der Boden hier ist flach, nur ca. 10 cm tief und wenig fruchtbar. Er ist sehr schwer, sehr lehmig. Aber mit den Jahren schafften wir es, die Bodenqualität zu verbessern. Mit diesem System können wir das ganze Jahr über anbauen. Es ist eine intensive Bioproduktion. Das bedeutet, auf vielen Parzellen können wir 7 bis 8 Mal pro Jahr ernten. Die Finca Marta verkauft ihre Produkte nur über kurze Transportwege und ohne Zwischenhändler und hat heute damit Erfolg. Die Farm hat an die 30 Mitarbeiter und produziert über 50 Sorten Obst und Gemüse und beliefert gut 30 private Restaurants und Hotels in Havanna. Im Jahr 1990 habe ich angefangen, Landwirtschaft zu studieren. Ich gehörte zu denen, die diese neue Denkweise damals weiterentwickelten. Durch uns sah man die Landwirtschaft mit anderen Augen. Damals war ich Student und meine Eltern waren Forscher an einem Wissenschaftsinstitut. Mit der Hilfe anderer Bauern, von Profis und Technikern, gründeten wir eine kubanische Bewegung für die Biolandwirtschaft. Und damals hielten wir Bio und ökologischen Landbau auf Kuba für den sichersten Weg in die Zukunft. Die Pioniere des Ökolandbaus auf Kuba wie Fernando Fuentes arbeiteten nicht nur aus Überzeugung. Vielmehr blieb ihnen keine Wahl, denn auch die Weltgeschichte mischte mit. Anfang der 60er Jahre ergreift Fidel Castro mit seiner Revolutionsarmee die Macht. Sie errichten ein kommunistisches System. Bald verhängen die USA eine Handelsblockade und isolieren Kuba vom Rest der Welt, um seine Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Und so wird die UdSSR zum Hauptunterstützer Kubas und liefert alle Arten von Material für seine Entwicklung. Doch mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Anfang der 1990er Jahre ziehen die Russen sich zurück. Kuba verliert seinen wichtigsten Verbündeten. Vor allem seinen Rohöllieferanten. Rohöl spielt eine Rolle bei der Herstellung von Pestiziden für die Landwirtschaft. Von heute auf morgen steht Kuba am Rande des Bankrotts. Die Läden sind leer, das Volk hungert. Doch der Maximo Leader gibt nicht nach. Kuba und die Revolution Kubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fidel Castro ruft das Volk dazu auf, sich mit allen Mitteln anzupassen. Und so bleibt den kubanischen Farmern keine Wahl. Sie müssen wie früher pflanzen und ackern, ohne landwirtschaftliche Betriebsmittel, ohne Pestizide und ohne Genpflanzen. Angetrieben vom Zwang zum Überleben, stellt Kuba auf Ökolandwirtschaft um. Und in eben jener Zeit entsteht ein ganz eigenes kubanisches Konzept, das Organoponicos. Das sind Farmen inmitten der Städte oder der nahegelegenen Vorstädte. Heute gibt es in Kuba über 4000 davon. Pro Jahr produzieren sie 1.500.000 Tonnen Gemüse. Liubi und sein Kollege El Tigre sind Stadtfarmer.
Auch wenn sie sich ab und an mal beklagen, ihre Stadtfarm ist ihr ganzer Stolz. Gut, dann müssen wir mal gießen. Ja, etwas gießen. Sieh mal da hinten. Oh, alles trocken, nichts gewachsen. Da will ich gar nicht hinsehen. Natürlich wächst da nichts. Wir bräuchten ein Bewässerungssystem. Sobald hier ein Stück Land frei ist, pflanzen wir was an. Der Kommandant Raoul hat gesagt, wo immer man kann, soll man anbauen, produzieren. Also kann man sogar auf einem Stückchen Land wie dem hier produzieren und den Leuten was verkaufen. So kann man das Volk ernähren. Das ist gut. Dieser ganze Anbau von Pflanzen hilft der Bevölkerung. Wir Kubaner sind sehr kreativ. Wir lassen uns niemals unterkriegen. Wir geben nicht auf. Gott sei Dank waren wir immer stark genug, zu kämpfen und immer weiterzumachen. Dieses Netz soll die Sonnenstrahlen etwas abhalten. Damit verhindern wir, dass die Pflanzen verbrennen. Es schützt sie auch vor dem Regen. Damit regnet es nicht direkt auf die Pflanzen. Das schützt die kleinen, etwas empfindlicheren Blätter. Da regnet es sanfter. Und deshalb haben wir dieses Netz gespannt. Aber die Anlage ist noch nicht fertig. Wir haben nämlich nicht genug Geld. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Wenn wir es uns leisten könnten, überall Netze aufzuspannen, wäre das viel besser. Aber das können wir nicht. Gegen Unkraut und Schädlinge setzt man hier kein Glyphosat ein und keine Pflanzenschutzmittel. Das Motto hier lautet: Improvisieren. Der Chef der Brigade, Geraldo Barroso zum Beispiel, hat diese Reihe Mais anbauen lassen. Zum Ernten ist sie nicht gedacht. Sie nennen das eine Lebensschranke. Sehen Sie sich all diese Parasiten an. Das sind Insekten, Pflanzenschädlinge. Die legen hier ihre Eier. Und hier im Mais setzen sie sich fest. So hält man sie von den anderen Pflanzen ab. Das ist eine Lebensschranke. Hier sollen schädliche Insekten einfallen und sie soll sie zurückhalten. So schützen wir den Rest unserer Pflanzen. Marienkäfer hingegen sind sehr gut. Die verteidigen unsere Plantagen. Die fressen schädliche Insekten von den Pflanzen. Für uns ist das ein sehr gutes Insekt. Hier seht ihr, klebt ein Insekt fest. Das ist eine weiße Falle. Die Farbe zieht sie an. Wir haben es mit Fett bestrichen. Das Insekt lässt sich darauf nieder und sitzt in der Falle. Es ist sehr wichtig, dass es hier bleibt, anstatt dass es Eier legt und sich zum Beispiel in unserem Salat tausendfach vermehrt und die gesamte Produktion zerstört. Diese Fallen unterschiedlicher Farben haben sie hier nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Sowjetunion erfunden. Damals war Kuba isoliert. Der Organiponico-Anbau war ein alternativer Weg zur Ernährung des Volks. Das sind typisch kubanische Erfindungen aus dieser Zeit. Wegen des US-Embargos hatten wir schwere Zeiten. Es gab schon jede Menge Einschränkungen. Aber seit Trump an der Macht ist, wurde alles noch viel schlimmer. Und da brauchten wir Alternativen zur Produktion von frischem Gemüse für das Volk. Die Organoponico-Produktion wird direkt vor Ort verkauft, vor diesem Wohnblock. Die Kunden sind immer die gleichen. Ja.
Alle Produkte, die wir hier verkaufen, haben wir am selben Morgen geerntet, gegen 4 oder 5 Uhr. Die sind frisch gepflückt. Das Gemüse in diesem Verkaufsstand haben wir direkt dahinter geerntet. Wir verkaufen es an die Bewohner. Die Leute essen unsere Produkte gern. Die wissen, das ist frisch und wurde nicht stundenlang gelagert oder transportiert. Das kommt direkt von hier, von den Feldern hier in der Umgebung. Und die Menschen mögen das. Die meisten unserer Kunden kommen aus dem Viertel. Ich weiß diesen Verkaufsstand aus verschiedenen Gründen zu schätzen. Erstmal verliere ich keine Zeit. Das liegt direkt bei mir nebenan. Ich bin in 5 bis 10 Minuten hier und ich kann alles kaufen, was ich brauche. Ich verliere keine 20 oder 30 Minuten meiner Arbeitszeit im Verkehr. Es liegt direkt nebenan. Und außerdem ist das vor Ort angebautes Obst und Gemüse. Ich weiß, alles, was ich hier kaufe, ist frisch und gesund. Das ist ein natürlicher Geschmack, ohne Chemie. Vamos, Alejandro, que tienes que venir conmigo. Vamos al lado mío. Auf Kuba ist man gesund, aber man isst nicht gut. Gesund, weil die Produkte pestizidfrei sind und ohne Chemie. Aber gut isst man nicht. Die Produktvielfalt ist nicht sehr groß. Es mangelt an vielem. Wir können nicht für alle produzieren. An Gemüse und Getreide kommt man schon. Eventuell dauert das etwas, aber man kriegt schon was. Das Problem ist, wenn man Importwaren kaufen will, wie Schweinefleisch, Rindfleisch oder Hühnchen. Alles Fleisch wird heute importiert. Und es ist sehr teuer. Die meisten können sich das nicht leisten. Dafür gibt es hier einen Spruch. Der Kubaner lebt nicht, er überlebt. Von solchen Sprüchen will man an Havannas Schulen nichts hören. Hier bringt man die Vorteile von lokaler Produktion und Biolandwirtschaft schon den Jüngsten nahe, um berufliches Interesse zu wecken. Beim Besuch eines Inspektors vom Wirtschaftsministerium bleibt, wie soll man sagen, für Spontanität kein Raum. In unserer Gemeinde bauen wir frisches Gemüse und Gewürze auf Terrassen an, in Obstgärten oder in Stadtfarmen. Die verschiedenen Sorten werden je nach Boden angebaut, je nach dem Bedarf der Bevölkerung und je nach dem, was für die Menschen gesund ist. Mit Kohlsaft von Salat oder auch gekocht lassen sich Magengeschwüre behandeln. Gut, Kinder, wer hat zu Hause einen Obstgarten? Ja, dann erzählt mir mal, was ihr da so anpflanzt. Guaven, Oregano. Und was gibt's noch? Wir haben Kirschen. Ach, Kirschen. Ich gehöre zur staatlichen Gruppe für Stadt, Vorstadt und Familienlandwirtschaft. Wir sollen auswerten, wie die Kommunen urbane Landwirtschaft umsetzen. Auf Kuba mangelt es derzeit an Gemüse. Und da ermuntern wir die Bevölkerung zur Eigenproduktion. Die urbane Landwirtschaft ist eine kleinteilige Landwirtschaft mit kurzen Produktionszyklen. Man kann schnell ernten. Und aus diesem Grund ermutigen wir die Menschen zum Eigenanbau. Nicht nur auf den großen Farmen, sondern auch auf der kleinsten Parzelle. Die Folgen von 30 Jahren Ökolandbau zeigen sich vor allem bei einem Besuch bei Kubas Imkern. Hier, in einem Teil der Provinz Matanzas, wie überhaupt auf der ganzen Insel, sind die Bienen außergewöhnlich produktiv.
Jeder dieser 200 Bienenstöcke der Gebrüder Fundora erzeugt pro Jahr bis zu 60 Kilo Honig. Dreimal mehr als ein durchschnittlicher europäischer Bienenstock. Wir sehen nach, ob mit der Königin alles in Ordnung ist. Wir schauen, ob sie jung ist, wie viele Junge sie gebiert. Die Königin ist die Zukunft des Bienenstocks. Das da ist die Königin. Die ist anders. Ihr Hinterleib ist größer. Siehst du sie da? Hier reinigen wir die Bienenstöcke, damit die Bienen in eine andere Ebene umziehen können, wo die Pflanzenvielfalt höher ist, im Süden der Provinz. Überall sonst auf der Welt nimmt das Bienensterben alarmierende Ausmaße an. Jährlich verlieren die Imker 20-30% ihrer Bienenpopulation. Zuweilen bis zu 80%. Aber nicht auf Kuba. Die Gebrüder Fundora erklären sich das ganz einfach. Kein einziger Bienenstock auf Kuba ist Pestiziden ausgesetzt, weil die verboten sind, außer vielleicht in Regionen mit Ausnahmegenehmigung. Bienen fliegen und arbeiten in einem Radius von ca. 2 Kilometern. In diesem Radius gibt es keine Pestizide und keine chemischen Dünger. Und das garantiert im Übrigen eine gute Qualität des Honigs, den wir dann konsumieren. Auf Kuba gibt es ein Gesetz zum Schutz der Bienen. Und wir Imker kämpfen an vorderster Front für seine Einhaltung und seine Umsetzung. Genmanipulierte Produkte, chemische Dünger und chemische Produkte sind verboten. Und wir sind die Bannerträger dieses Gesetzes zu unserem eigenen Schutz und zum Schutz unserer Bienen. Die Gebrüder Fundora zählen zu den größten Honigproduzenten Kubas. Doch derzeit erleben alle Bienenzüchter auf der Insel ihre Sternstunden. Die Jahresproduktion liegt bei mittlerweile über 9000 Tonnen. Kubanischer Biohonig ist, neben Zigarren und Rum, ein Exportschlager. Die meisten Wissenschaftler schlagen heute Alarm. Überall auf der Erde sterben die Bienen. Eine Gefahr für die ganze Menschheit. Kuba, mit allen Engpässen und seiner Mangelversorgung, ist eine Ausnahme. Nach 30 Jahren ohne Pestizide beweist die Insel nur, was wir schon wissen. Ein anderer Weg ist möglich. Thank you.